Also während die gerade die Karte, die Schatzkarte sich genau anschauen, wo es hingehen wird, alle gehen weg von mir. Keiner will mit mir sprechen, aber wir bleiben dran, Leute, wir bleiben dran. Stell mal Bell Marvin. Hey, du? Wie ich selbstständig war. Servus Leute, heute sind wir in Wien und wir werden spezifische Fragen den Älteren stellen, also der älteren Generation, über ihr Leben, über das, was sie gelernt haben, über Lektionen und speziell aber viel Weisheit und Inspiration. Deswegen einfach mal dabei sein und jetzt geht's gleich mal ins erste Interview. Was wäre so der wichtigste Ratschlag, was Sie Ihren jüngeren Ich heute geben wollen würden? Nachzudenken, es ist, was es ist und es wird, was du draus machst. Manches viel gelassener anzugehen. Nicht so viel Stress zu haben. Dinge ruhig angehen, auch ein bisschen mehr. Ja, genau. Und auch mehr darauf zu hoffen, dass es sich eh gut entwickelt. Also nicht so pessimistisch, weil das sehr beeinflusst, wie wir an Dinge herangehen. Und wenn ich manches in der Vergangenheit positiver genommen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich viel Sorgen und Probleme erspart, die gar nicht eingetreten sind. Gänsehaut! Es liegt in deiner Hand, nicht bei den anderen. Du bist verantwortlich für dich selber und du musst schauen, dass du die Sachen, die du haben willst, auf legale Art und Weise kriegst. Positiv zu bleiben, einfach Erkenntnis, dass man nicht untergeht und dass man positiv bleibt. Sich Gedanken machen, dass Leben länger dauert und dass man als Jugendlicher vielleicht die Basis dafür legt, indem man sich Gedanken macht. Zum einen das Leben natürlich genießen im Jetzt, aber zum anderen auch, was zum Beispiel Gesundheit angeht, den Körper angeht, in Richtung Bewegung, in Richtung Rauchen, in Richtung Alkohol, auch in dem, dass man vielleicht für sich selbst sein Leben lang vorsorgt. Das geht auch in Richtung einer Altersvorsorge. Einen Job findet, der einen erfüllt, zum einen, zum anderen aber auch die finanzielle Basis gibt. Zusätzlich überlegen, welche besonderen Fähigkeiten oder Eigenheiten man hat und diese im Job in Richtung Unternehmertum auszulegen, weil nur das unter Umständen auch die Möglichkeit bietet, ein sehr erfülltes und sehr tolles Leben mit der Erfüllung aller Möglichkeiten, die man von Geburt an hat, zu bringen. Jetzt essentiell wichtig, ältere Leute zu fragen, was ihre Erkenntnisse sind von ihren früheren Zeiten, von ihrer Vergangenheit, um dadurch einfach optimale Erkenntnisse zu generieren, auch für die junge Generation. Finde ich einfach sehr wichtig und lebensverändert. Also wir bleiben dran und wir finden auf jeden Fall noch weitere. Haben Sie vielleicht auch so ein Erlebnis anhand von Ihrer Vergangenheit, was Sie besonders irgendwie auch geprägt hat, dass Sie zu dem Menschen geworden sind, der Sie heute sein dürfen? Da würde ich sagen, ist meine Familie, weil meine Mutter ist sehr früh gestorben, da war ich noch 15 Monate alt und darum habe ich nie so wirklich ein Urvertrauen aufbauen können. Ich habe immer die Menschen als feindlich empfunden eigentlich, die mir begegnet sind oder als eine Bedrohung. Und das habe ich dann durch meine Kinder, die mir sehr viel Liebe gegeben haben, nachdem ich natürlich sie vorher auch ihnen diese Zuneigung immer wieder ausgedrückt habe, da ist sehr viel zurückgekommen und das war einfach eine Erfahrung für mich, die manches wieder gut gemacht hat. Ja. Also Beziehungen und für Menschen da sein, das ist etwas ganz Hilfreiches gewesen für mich. It's a lot, a lot, a lot. A lot of beautiful experiences. So. And bad experiences. So you know where they are very nice, you know, when you, because you have to have bad experiences. Always. And we need them to grow, right? In order to grow. You need to have bad experiences to accept, to know when you have a good or a nice experience. Sehr interessant war es einfach anhand von Ihrer letzten Antwort. Und zwar, es gibt nicht immer genau den einen schönen Moment in Ihrem Leben, was einfach essentiell war für Sie und was der beste Moment war, weil es gibt ein Haufen von schönen Momenten, aber genauso auch schwierigen Momenten, die dich dann genau zu der Person machen, die du heute bist. Das heißt, unbedingt einfach verstehen, das Leben besteht immer aus schwierigen und aus guten Momenten, aber es gibt nicht unbedingt den einen, sondern es ist die Summe aus allen, die dich dann zu der Person machen, die du bist. Wenn Sie jetzt einmal auf einen Moment besonders in Ihrem Leben zurückblicken und Sie könnten den jetzt nochmal neu erleben, welcher Moment würde das sein in Ihrem Leben? Ich würde ehrlich sagen, mir fällt gar keiner ein, weil es passiert einem im Leben nicht wirklich
völlig passiv etwas, sondern es passiert für einen jemand etwas. Und man entdeckt oft erst im Nachhinein, was für positive Seiten das unter Umständen hatte. Das geht nicht quasi so, ich mache es jetzt noch einmal oder das hätte ich ganz anders gewollt, weil aussuchen ist nicht. Es geht wirklich nur darum, jeden Tag bewusst und mit einer gewissen Distanz und Leichtigkeit zu erleben und sich konkret anzuschauen, was einem so passiert auch, um daraus das Beste zu machen. Wir können uns nicht aussuchen, das spielt es nicht. Wie ich selbstständig war. Okay. Warum genau? Weil ich weiß, was ich kann. Also Ihre Fähigkeiten im Endeffekt dann dadurch erkannt haben, okay? Jetzt holen wir sich auf jeden Fall noch einen weiteren Gast in das Interview rein und bin schon richtig gehypt auf das. Ja, Entschuldigung, hätten Sie ganz kurz vielleicht 2 Minuten Zeit, um junge Menschen zu inspirieren? Haben Sie gerade Zeit, okay. Also wir bekommen auf jeden Fall ein paar Körbe heute. Die Stadt braucht mehr Geld und weniger Korruption, das finde ich einen guten Ansatz. Was ist so Ihre größte Erkenntnis in den letzten 10 Jahren? Wie gesagt, vielleicht wirklich die Tatsache, dass wir uns eben nicht alles aussuchen können, das Beste draus machen, unsere Träume sehr wohl haben und aus diesen unmöglichen vielleicht Dingen dennoch das Mögliche zu machen und eben, dass unser Leben ganz klar begrenzt ist und das nicht zu verdrängen, sondern es umso bewusster zu leben. Einfach dranbleiben und sich gute Highlights suchen, die man, ja, die einen motivieren und die einen auch Aufgaben geben, die einen wachsen lassen. Sehr große Projekte gehabt und letztlich, wenn ich es verdichte auf einen Moment oder auf das Wesentlichste, dann glaube ich, dass man, wenn man mal zurückschaut auf sein Leben, wichtig ist, welche schönen Erlebnisse mit Menschen man gehabt hat. Alles andere verblasst hinter dem. Die Reflexion im Endeffekt, dass einfach die Menschen das Wichtigste sind im Leben und die Momente an sich mit den Menschen, die du liebst und dadurch einfach bewusste Zeit zu erleben. Also im letzten Interview haben wir jetzt gehört, dass das Leben an sich begrenzt ist. Es ist einfach so, gerade in der jungen Generation ist es einfach extrem wichtig, dass wir verstehen, die Zeit, die wir jetzt nutzen können in jungen Jahren, die ist begrenzt. Und das hat uns der liebe Herr jetzt gerade auch erzählt, wie es von seiner Wahrnehmung her ist und dass, vielleicht hast du es auch im Video gesehen, noch einige Tränen runtergekommen sind, einfach durch diese große Bewusstheit, was er gehabt hat, durch diese Reflexion vor seinem Leben. Und ja, leb jeden Tag bewusst und jetzt gehen wir auf jeden Fall in das nächste Interview rein. Vielleicht letzte Frage, die auch ein bisschen in die Tiefe auch geht so. Gibt es was in Ihrem Leben bereuen? Es gibt Dinge, die ich bereue, aber in der Zeit, wo es passiert sind, war es nicht anders möglich. Sie denken, Sie haben die Zeit, was Sie einfach gehabt haben, haben Sie einfach das Bestmögliche entschieden, wie es einfach in der Zeit sinnvoll war? In der Zeit, wo es war, im Nachhinein kann man immer nachdenken und sagen, okay, das war Scheiß. Da ist man immer gescheiter, gell? Genau. Okay. Voll. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, ich denke einfach, das ist einfach essentiell, dass wir trotz den Situationen in unserem Leben einfach immer nach vorne schauen, oder? In die große Zukunft auch so. Und ja. Egal wie viel... Zukunft ist gestern. Zukunft ist gestern? Ja. Wie meinst du das? Weil in 3 Tagen kannst du nicht vorhersagen, was los ist. Interessant, ja, interessant. Du kannst zwar planen, das möchte ich tun, das möchte ich haben, aber ob es passiert, ist zum Teil nicht in deiner Hand. Es ist immer die Bewusstheit, was da bei den älteren Leuten einfach rauskommt, die wir jeden Tag leben sollten. Und speziell auch zum Thema Fitness und Sport. In jungen Jahren einfach über die Grenzen zu gehen, aus der Komfortzone zu gehen, ist essentiell, damit wir zu dem kommen, was wir haben wollen. Weil wenn wir jeden Tag in unserer Bubble leben und unsere Komfortzone sind, können wir nie etwas Größeres in unserem Leben anziehen. Das heißt, Fitness ermöglicht dir sofort, aus der Komfortzone rauszugehen, um dadurch einfach was anzuziehen, was du in deinem Leben noch nie gehabt hast.